So, es ist Punkt 14 Uhr. Ich sage herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe des Web mit EB Talk, das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Karin Kulmer von Conedo und wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung. Dieser Web-Talk wird außerdem auch noch von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung gefördert. Wir sind heute Gastgeber und Gastgeberinnen der einstündigen Online-Diskussion über ein im Jahr 2016 sehr brennendes Thema, nämlich die Demokratie. Wer Sie sind, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und was Sie hierher führt, das können Sie uns oder machen Sie derzeit auch schon uns in der Vorstellungsrunde links unten wissen lassen. Rechts am Bildschirm haben wir auch immer wieder Umfragen vorbereitet und wir freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, bitte posten Sie die auch gerne in den Chat direkt unterhalb der Umfrage. Bitte beachten Sie, dass der Webtalk aufgezeichnet wird und dann auch veröffentlicht wird und dass Sie sich auch damit einverstanden erklären, wenn Sie teilnehmen. Ich freue mich jetzt, unsere Podiumsgäste begrüßen zu dürfen, nämlich Stefanie Wöhl und Edgar Forster und auch den Moderator Stefan Vater. Ich freue mich auf einen sehr spannenden Webtalk und übergebe gleich das Wort an Stefan Vater. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe die Freude, diesen Webtalk heute zu moderieren. Wir haben jetzt vorher in so einer kurzen Diskussion ausgemacht, dass wir uns alle selber vorstellen. Ich möchte aber beginnen, damit alle stummen Teilnehmerinnen, muss ich ja sagen, ganz herzlich zu begrüßen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn auch sozusagen ganz viele Fragen über den Chat kommen, die wir dann alle zu beantworten versuchen werden, weil ich schon eine Frage gelesen habe, ob sozusagen das Gesprochene mitgetextet wird, wenn jemandem ein Kopfhörer fehlt. Ich fürchte, da müssen wir mit Nein darauf antworten, wenn ich das richtig sehe, weil das an der Stelle gar nicht gehen würde und wir darauf nicht eingerichtet sind. Aber ich wollte eigentlich mich vorstellen, ich bin Stefan Vater, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verband der österreichischen Volkshochschule, zuständig und daneben unterrichte ich an verschiedenen Universitäten, vor allem im Bereich der Gender Studies. Eine kleine Nebenbemerkung, die jetzt vielleicht ein bisschen skurril klingen mag. Ich habe da einen Hund neben mir liegen, der leider wie leider sozusagen dabei sein muss, wenn man dort etwas wetzen hört oder vielleicht sogar mal bellen, dann bin das nicht ich. Aber das nur so nebenbei. Ich würde jetzt bitten, Edgar und Stefanie, dass ihr euch beide auch kurz vorstellt. Sie freut mich sehr, dass ihr dabei sein könnt. Und übergebe mir das Wort an euch. Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Wöhl. Ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite an der Fachhochschule des BFI Wien. Ich bin dort Leiterin des Stadt Wien Kompetenzteams für European and International Studies. Ja, hallo, mein Name ist Edgar Forster. Ich arbeite am Departement Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg in der Schweiz. Ich bin dort für allgemeine Erziehungswissenschaft zuständig und wir haben einen Schwerpunkt, der heißt Globalisierung und Bildung. Und ich freue mich, dass ich dabei bin. Der Bezug ist gegeben zum Magazin Erwachsenenbildung, das Demokratielernen geheißen hat. Das ist die letzte Nummer, die erschienen ist und die unter Erwachsenenbildung.at auch abzurufen ist. Die Karin hat es auch gerade gepostet, wo man sich das anschauen kann. Und wo Lorenz Lassner und ich das Editorial begonnen haben mit der Feststellung, dass wir in einer Zeit leben, als Zeit der Entdemokratisierung, als Zeit der Postdemokratie bezeichnen könnte. Und wir haben dann mit einem Beispiel begonnen, das natürlich ein Beispiel für Ältere ist, aber sozusagen Lorenz Lassen und ich waren beide begeisterte Seher und Hörer des Formats Club 2 im ORF. Das ist ein politisches oder Diskussionsformat auch im ORF, wo in der Tat das Setting so war, dass eine bunte Mischung von Diskutantinnen sie über alle möglichen Themen unterhalten hat. Das hat gereicht von Experten und Expertinnen bis zur Hausfrau Frau Huber und den sozusagen, ich weiß nicht was, Hutmacher Franz Weber, also sozusagen, wo wirklich gleichberechtigt
ganz viele Personen mitdiskutieren könnte. Und wir, unsere Feststellung war im Wesentlichen, dass das ein Ortsformat ist, das man sich heutzutage gar nicht mehr wirklich vorstellen kann, weil es eben unterdessen so ist, dass Expertinnen gefragt werden zu sozusagen wichtigen Themen und eigentlich ja gar nicht mehr so der demokratische Raum gegeben ist, um diese Auseinandersetzung zu suchen. Der zweite Aspekt, mit dem ich einleiten möchte, ist sozusagen diese generelle sozusagen Feindlichkeit gegenüber der Demokratie. Ich zitiere den ungarischen Außenminister, der sozusagen das EU-System als kaputt, ineffizient bezeichnet und insgesamt die Demokratie als kaputt und ineffizient. Und diese mehr oder weniger Möglichkeit, sich Demokratie vorzustellen und auch auszuagieren, sukzessive schwindet. Das passt da eigentlich ganz gut zu einem neuen Buch von Judith Butler, das mehr oder weniger Anmerkungen, also das heißt Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung. Ich zeige es jetzt kurz her und wir haben es dann auch auf einer PowerPoint-Folie vorbereitet, wo Judith Butler im Wesentlichen eine ähnliche Frage stellt, nämlich diejenige, was es bedeutet, gemeinsam und demokratisch zu handeln unter Bedingungen, die im eigentlichen Sinn dieses gemeinsame Handeln zerstören und auch ausschließen. Ich habe doch zwei Bemerkungen zu Judith Butler. Einfach zwei Hervorhebungen, auf die ich hinweisen will, weil sie vielleicht für die Diskussion ganz interessant sein könnten. Erstens hebt Judith Butler sehr stark die Präsenz der Körper in Versammlungen hervor. Das finde ich sehr interessant. Also es ist sozusagen keine virtuelle Versammlung, die sie meint, sondern der Einsatz des Körpers spielt in verschiedenen Texten von Judith Butler eine relativ große Rolle. Und das Zweite ist der Hinweis von Judith Butler immer wieder auf das historische Bewusstsein, wo sie insbesondere europäische politische Systeme hervorhebt, die gewissermaßen dieses historische Bewusstsein ausgebildet haben. Das will ich einfach auch hervorheben, weil ich glaube, dass es auch für die österreichische Demokratie eine gewisse Relevanz hat. Genau, vielleicht noch eine letzte Anmerkung zu Butler. Ich möchte aber noch einmal darauf zurückblenden. Bei Butler ist diese körperliche Präsenz oder sozusagen dieses wirklich körperliche Anwesenheitsein auf Demos ja sozusagen oder auf sozusagen Manifestationen oder im politischen Kontext ja auch damit verbunden, dass sie sagt, das ermöglicht eine Erfahrung dieses demokratisch Gemeinsamen, die sie also als wesentliche Voraussetzung für Demokratie erachtet und also sozusagen dieses kollektive Handeln, dieses sich versammeln, das ist ihre Einschätzung auch von neoliberalen Rahmenbedingungen, die sie mit historisch-ökonomischen verschiedenen absteckt, sozusagen, die sozusagen in der Tendenz verunmöglicht werden. Und wo sie eben dann sozusagen im Buch die Frage stellt, wie unter diesen Rahmenbedingungen im eigentlichen Sinn politisch gehandelt werden kann. Ich glaube, dass, weil du es gerade angesprochen hast, nochmal mit diese reale Präsenz auf den Straßen auch zum Beispiel. Sie sagt in dem, jetzt, ich weiß nicht, ob sie es in diesem Buch ja tut, aber in den anderen Texten, die ich von Ihnen in diesem Kontext kenne, dass es sozusagen auch dann mehr bedarf, dass es sozusagen dazu führen muss, sozusagen, dass die Menschen in ihre Stadtteile zurückgehen, also dass die Straße dazu führt, dass es auch in die privaten Haushalte zurückgeht und dass dort dann eigentlich Politik gemacht wird, ja, oder dass da auch über Politik geredet wird, weil viel Politik findet ja auch in den Privathaushalten statt. Feministinnen haben ja immer schon gesagt, das Private ist politisch. Ja. Das heißt, dass natürlich auch ganz viel, abgesehen davon, dass Sozialpolitik ja auch sozusagen dann direkt auch die Privathaushalte betrifft und Männer und Frauen dort, dass aber auch quasi dort wieder über Politik gesprochen werden müsste eigentlich. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch ganz zentral für unsere Debatte auch heutzutage in Österreich wäre. Wie trägt man eigentlich politische Debatten auch zurück in die Privathaushalte? Du hast es ja eben angesprochen schon, mit der Club 2-Sendung, ja, und das Problem ist sozusagen, dass damals noch mehr Leute auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger beteiligt waren, auch in solchen öffentlichen Diskussionen, und dass das immer mehr abgenommen hat und Politik eigentlich so ein bisschen zu so einem Expertenzirkel oder Elite-Diskussion wird, sei es in Talkshow-Sendungen, und dass es wenig andere Formate gibt, abgesehen von denen jetzt hier, das, was wir jetzt ja auch hier heute haben, wo eigentlich Politik in die Haushalte eigentlich zurückgetragen wird. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, den wir in dem Kontext dann wahrscheinlich auch diskutieren sollten. Ne? Also inwiefern kann politische Beteiligung in die Stadtteile wieder getragen werden, wo es so wichtig ist, wo sich die Leute auch benachteiligt fühlen, real durch
Mietpolitiken, durch hohe Wohnungspreise, also Probleme, die sie real betreffen und die nicht nur abstrakt sind. Ja. Genau, also ich habe versucht, in diesem Artikel so ein bisschen die Anfrage war, was zur Krise der Repräsentation in der Demokratie zu schreiben. Und mir ging es in dem Artikel eigentlich darum, aufzuzeigen, inwiefern mit dieser Postdemokratie, das ja auch schon aufgegriffen worden ist, eigentlich von Jacques Rancière oder auch Colin Crouch später dann, dass Politik mehr in Expertenzirkeln betrieben wird oder dass quasi auch formale Prozedere der Demokratie, sei sie nationalstaatlich oder auch auf der Ebene der EU, ausgelagert werden in Expertengremien. Also wir haben das sozusagen zum Beispiel in Deutschland mit der Hartz-Kommission ja gehabt, die quasi die ganze Sozialpolitik in Deutschland umstrukturiert hat unter Gerhard Schröder. Und da auch hier waren es sozusagen Gewerkschaftsmitglieder und andere Parlamentarier, die in dieser Kommission quasi darüber entschieden haben, wie jetzt in Zukunft die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in Deutschland gestaltet werden sollte. Wir wissen, was dabei rausgekommen ist, nämlich Hartz IV. Also das ist ja das, was darunter bekannt ist, die neue Art von Arbeitslosenversicherung. Und andererseits auch zum Beispiel die Ethikkommission. Ja? Und lauter solche Beispiele gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, wo es bestimmte Gremien geht, wo dann eben nicht mehr im Parlament deliberiert wird, sondern das eben an sozusagen Expertengremien ausgelagert wird. Was natürlich gleichzeitig auch ein Problem ist, weil das ein bisschen auch eine Politik hinter verschlossenen Türen dann ist. Ja? Und genau dieselben Prozesse erleben wir natürlich auch auf der Ebene der Europäischen Union, wo quasi auch viel in allerseits die Kommission, aber auch in nicht parlamentarischen Gremien quasi dann besprochen wird, ja, und bestimmte Entscheidungen, wir haben das ja auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise gesehen, auch in Expertenkommissionen ausgelagert werden und dann in diesem Fall zum Beispiel jetzt, wo es um die Entscheidung der Finanzhilfen und der Rettungsschirme ging, bei Griechenland oder anderen Staaten, die Finanzhilfen brauchten, auch hier der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und dann auch die Kommission eben quasi Programme entwickelt haben mit Expertinnen und die Bedingungen gesetzt haben, wie die Nationalstaaten quasi Hilfe, also finanzielle Hilfe bekommen sollen und dann einige quasi dann auch wieder Experten, nämlich in Form auch von der Exekutive, also zum Beispiel die Finanzminister eigentlich darüber entschieden haben, wie jetzt quasi mit diesen Staatsschulden Griechenlands umgegangen werden soll und welche Kriterien eigentlich an die Vergabe von Krediten gebunden werden. Und das sind natürlich auch hochkomplexe Prozesse, die man nicht alleine vielleicht Nicht-Experten überlassen sollte, aber gleichzeitig spielt es natürlich auch da eine Rolle, wenn Politik quasi nicht mehr nur im Parlamenten oder sei es im Europäischen Parlament wirklich besprochen wird, sondern das eher dazu fungiert, dann auch Entscheidungen abzunicken. Das ist natürlich zu spät im Prozess, ja, und das ist etwas quasi, was man ja auf europäischer Ebene aber beobachten kann, dass dort auch immer Verscheidungen mehr auch in Richtung Exekutive quasi verschoben werden, ja, also in die exekutiven Organe auch der EU und das gleichzeitig auch auf nationaler Ebene passiert. Und das hindert natürlich auch die Bevölkerung daran, Entscheidungen im Vorfeld mitzubekommen oder zu diskutieren. Also wenn zum Beispiel auch das deutsche Parlament erst quasi vom Budgetausschuss Fragen bezüglich des nationalen Haushaltes erst im Nachhinein quasi zur Deliberation vorgelegt bekommen, dann spielt das natürlich eine entscheidende Rolle, weil man dann sehr kurze Fristen hat, überhaupt noch darüber zu entscheiden und gleichzeitig auch sozusagen die politische Öffentlichkeit oder die öffentliche Debatte auch ausgeschaltet wird, ja, weil man nicht mehr öffentlich darüber deliberiert, weil das Parlament ja auch ein Ort ist, der eben noch öffentlich ist, wenigstens in der repräsentativen Demokratie. Also das sind sozusagen so gleichzeitig stattfindende Prozesse, die wir momentan beobachten können auf nationalstaatlicher Ebene, in den Mitgliedstaaten, aber auch auf supranationaler Ebene der EU. Und das ist etwas, was ich in diesem Artikel habe versucht aufzuzeigen, was dort passiert und gleichzeitig auch Verschiebungen sozusagen zur Exekutive, die einhergehen, quasi, dass Experten immer mehr sozusagen als legitime Entscheidungsfinder fungieren. Ja? Und das auch, es gibt einen berühmten Spruch zum Beispiel von Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, dass auch Entscheidungen in Zukunft so getroffen werden hinsichtlich des Budgets, dass sie auch marktkonform sind. Also, dass sich auf den Märkten die entsprechenden Signale auch ergeben. Das heißt aber letztlich, wenn man sozusagen immer nur darauf schaut, was die Märkte eigentlich wollen, dass man quasi die konsensuellen Bedingungen oder die Legitimität von Demokratie und von Deliberation, also öffentlich darüber zu entscheiden, was eigentlich in einem Nationalstaat passieren soll, im Grunde
immer mehr quasi einem kleineren Zirkel überlässt, ja, oder auch verengt auf bestimmte ökonomische Kernfunktionen und nicht fragt, ob der Markt eigentlich auch der Demokratie dienen soll, sondern es dann quasi immer eine Umkehrung noch gibt. Also dass quasi die Demokratie die Werte oder die normativen Kriterien auch von Marktverhalten übernehmen soll. Und das ist etwas, was ich in diesem Artikel versucht habe, so ein bisschen aufzugreifen und zu kritisieren, weil wir auch auf europäischer Ebene beobachten, dass es dort sehr viele Verschiebungen gibt, wo eigentlich Marktfunktionen bzw. restriktivere Kriterien geschaffen worden sind, also bezüglich nationaler Haushaltsplanung, der nationalen Budgets. Man denke zum Beispiel an den Fiskalpakt, ja, den Fiskalvertrag, den sehr viele Mitgliedstaaten ratifiziert haben, wo es auch darum geht, strengere Budgetgrenzen einzuführen, was aber letztlich heißt auch, dass man weniger staatliche Ausgaben hat, vielleicht für andere Bereiche, wo es aber notwendig wäre, wie Sozialausgaben zum Beispiel. Ja. Also das sind so Dimensionen, die damit angesprochen werden und das sind vielleicht auch Dimensionen, die in dem Sinne auch wichtig sind für die Demokratie, weil natürlich, um auch überhaupt demokratisch partizipieren zu können und Demokratie zu erleben, man ja auch Zeit haben muss, an diesen Diskussionen teilzunehmen und sich zu informieren über diese Prozesse. Und das Problem ist natürlich auch gleichzeitig, was wir erleben seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, dass diese Problemlagen natürlich auch hochkomplex sind. Und es gibt Gott sei Dank aber auch ja mittlerweile zum Beispiel die Heute-Show in Deutschland, die ich sehr gut finde, die auch versucht, sozusagen komplexe politische Prozesse so humoristisch aufzugreifen in Form einer Satire-Sendung und versucht, einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ja, weil man sonst immer im Rahmen dieser Expertendiskurse in der Demokratie braucht, wo auch wir sozusagen als Politikwissenschaftler schon auch immer uns bemühen müssen, sozusagen die ganzen Prozesse zu verfolgen. Aber wir sind ja auch sozusagen Experten oder Expertinnen und das Problem ist, wie können dann noch Leute, die eben sich mit anderen Themen nicht so ausführlich beschäftigen können in ihrem Alltag aufgrund dessen, dass sie arbeiten in anderen Feldern, überhaupt quasi noch dazu sich eine wirklich qualifizierte oder ausgeglichene Meinung bilden, die eben auf verschiedenes Hintergrundwissen zurückgreift. Ja? Und das ist sozusagen etwas, was ich glaube, was auch eine Gefahr darstellt, auch in der aktuellen, jetzigen Zeit und was so ein bisschen auch den Nährboden für Populismus bereitet, weil man dann natürlich sehr stark bereit ist oder sich einfache Lösungen anzuhören, die von Populisten hervorgebracht werden derzeit, ja, die aber eben auch dann natürlich nicht sozusagen verschiedene Argumente eigentlich hervorbringen. Und das sehe ich auch als ein Kernproblem, was sozusagen mit dieser Verschiebung hin zu der Exekutive oder mit dieser Verschiebung auch zu Expertendiskursen einhergeht, dass wir sie einerseits natürlich brauchen, aber dass wir sie trotzdem öffentlich führen müssen. Und vielleicht ein kleines Zitat von Nancy Fraser, die mal gesagt hat, die parlamentarische Öffentlichkeit ist sozusagen ein Kernstück der Demokratie und wir brauchen sie immer noch, obwohl es vielleicht immer schwieriger wird, sie überhaupt noch bereitzustellen in der Demokratie. Ja? Aber das ist natürlich ein Wesensgrundmal von Demokratie, dass so viel wie möglich, so viele Menschen wie möglich eigentlich daran, an diesen diskursiven Prozessen, an diesen Auseinandersetzungen eigentlich und Debatten teilhaben können. Ja. Ja, was anderes sozusagen unterliegt, die Stefanie hat das mit Zeit, sozusagen neoliberale Gesellschaften haben eigentlich immer ein Zeitproblem. Es gilt da, also so andererseits, wenn die Bürger vollständig informiert sein, es wird viel nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, aber ein großes Problem dieser sozusagen Fundierung von Entscheidungen auf Expertinnenurteile ist ja sozusagen im Prinzip das und der Grundproblem von Demokratie, dass es dann so scheint, es würde aufgrund von naturähnlichen Tatsachen entschieden. Und es bräuchte keine Auseinandersetzung mehr darüber, wie Tatsachen politisch dann sozusagen relevant werden. Das sind zwar Thesen, meines Erachtens hat die österreichische Demokratie natürlich viele Gemeinsamkeiten mit anderen mitteleuropäischen liberalen Demokratien. Ich denke, sie basieren im Wesentlichen auf zwei Säulen, zumindest so als Imaginär, also so als Deutungsmuster, wie das im Nachkrieg immer wieder formuliert worden ist. Ja, das eine ist so quasi, österreichische Demokratie ist wesentlich mit der Erfahrung des Nationalsozialismus verknüpft, auch mit der Zwiespältigkeit, wie das in Österreich rezipiert worden ist und wie das aufgenommen
worden ist. Also alle kennen diese Idee der Lagerstraßenmentalität. Demokratie hat wesentlich mit sozialem Frieden und Ausgleich zu tun. Das erklärt möglicherweise die Stärke der Sozialpartnerschaft. Ja, das ist eine große Säule, aus der heraus aus meiner Sicht immer wieder Demokratie in Österreich erklärt wird. Zweiter Punkt. Ich glaube, die Demokratie in Österreich, vor allem der Höhepunkt oder das, was viele als Höhepunkt der österreichischen Demokratie sehen, oder die auch eine gesellschaftliche Modernisierung ist, die Ära Kreisky mit der Parole Demokratisierung aller Lebensbereiche, das ist sozusagen ganz eng verknüpft mit der Idee des Wohlfahrtsstaates, mit der Idee einer sozialen Demokratie, nämlich dass soziale Rechte ausgebaut werden. Und meines Erachtens, wenn man darüber spricht, dass diese Demokratie in der Krise ist, oder wie man das nennt, dann würde ich meinen, dass es wesentlich mit diesen beiden Dingen zu tun hat. Erstens, diese kollektive Identität, die auf diese Nachkriegsordnung zurückgeht, die schwindet. Aßmann sagt, es gibt einen Übergang von einem kommunikativen zu einem kulturellen Gedächtnis. Das hat die Zeitzeugen sterben langsam auf. Es gibt keine direkte Erfahrung mehr sozusagen zum Nationalsozialismus. Es ändert sich also das kollektive Gedächtnis. Das ist so der eine Punkt. Und das Zweite, was man in etwa zur gleichen Zeit erleben kann, das ist sozusagen die Auflösung des Wohlfahrtsstaates. Ich vermute, dass sie in Österreich etwas später beginnt und vielleicht nicht in dieser Stärke erfolgt als in anderen europäischen Ländern. Aber ich würde sagen, so ab der Mitte der 80er Jahre zeigen sich sozusagen Auflösungserscheinungen dieses Wohlfahrtsstaates. Und das sind diese beiden Säulen, die Demokratie ausmachen. Und ich vermute, das führt dazu, dass man beginnt, an dieser Demokratie zu zweifeln. Das ist das, was die Umfragen zum Teil zeigen. Sehr widersprüchliche Ergebnisse. Ja. Einerseits Demokratie ist die beste aller Staatsformen. Zum anderen aber das, was viele politisch denkende Menschen aufgeschreckt hat, zunehmend Untersuchungen, die zeigen, dass in etwa 20% aller Österreicherinnen und Österreicher sich erstens genau das wünschen, was Stefanie jetzt so sehr kritisch auch angemerkt hat, nämlich dass Experten letztlich Politik machen sollen, und zwar unabhängig von Wahlen und von Parlamenten. Das sind die, die etwas von der Sache verstehen. Und das Zweite ist sozusagen der Wunsch nach einem starken Führer, und zwar wortwörtlich nach einem starken Führer. Das unterstützen etwa 20%, nämlich vor dem Hintergrund der Idee, dass die Demokratie nicht wirklich funktioniert, dass sie ja zählebig ist, dass sie keine Entscheidungen trifft und, und. Und wenn man heute gewisse Politikertypen sich anschaut, der österreichische Finanzminister ist meines Erachtens ein wunderbares Beispiel, der versucht sozusagen genau diese Position zu besetzen, so quasi der unpolitische Entscheider, der nur nach sachlichen Gesichtspunkten entscheidet, der nicht mehr nach ideologischen Gesichtspunkten vorgeht, der eben keine Politik in dem Sinn macht, wie Stefan sagt. Und das Interessante ist sozusagen, indem er diese Position besetzt, versucht er gewissermaßen sich vor dieser bekannten Politik, von diesem bekannten Politiktypus abzusetzen. Das funktioniert in den Medien einigermaßen. Ich finde es aber erstaunlich, dass ausgerechnet sozusagen jetzt an dieser Person festmachen, dieser Politiktypus dann relativ scharf mit sehr konservativen oder neoliberalen Positionen auftritt, wenn man an die Reaktion vom Finanzminister auf den sozusagen Bundeskanzler Kern denkt in deutschen Medien, dann kann man sehen, dass das gewissermaßen ein Selbstbild ist, das immer unterlaufen wird. Tatsächlich, und das wäre auch sozusagen meine Kritik an dieser ganzen, an diesem Shift zu Experten, tatsächlich täuscht es darüber hinweg, dass natürlich im Hintergrund, eben hinter verschlossenen Türen, ganz massiv politische Prozesse ablaufen. Sozusagen, und wir sehen dann nur mehr das technokratische Ende, das scheinbar unpolitisch oder wie der Stefan sagt, natürliche Entscheidungen hervorruft. Ja. Und dem sind aber vorgelagert ganz massive politische Prozesse, viel Lobbyingarbeit, die im Grunde dieses quasi Unpolitische überhaupt erst herstellen. Ich könnte auch was dazu sagen, wenn du möchtest. Ja. Also ich glaube, wenn man bedenkt, dass der Begriff Ideologie eigentlich ja heißt, die Lehre der Ideen,
dann heißt es ja, dass alle Ideen ideologisch sind. Ja? Also wir können eigentlich gar nicht uns äußern, ohne eine ideologische Äußerung zu machen. In der ordoliberal orientierten Ideen, keynesianischen, post-keynesianischen hin, neoliberalen, bis hin zu neomarxistischen Vorschlägen, ja, oder umverteilungsorientierten Vorschlägen. All diese haben natürlich sozusagen einen ideologischen Background in dem Sinne, dass sie von bestimmten Theoretikerinnen oder Theoretikern ausgearbeitet worden sind. In dem Sinne geht es natürlich auch immer um den Wettstreit oder die Auseinandersetzung von Ideen und Ideologien. Das Problem dabei ist eben, dass der Ideologiebegriff sozusagen so hyperpolitisiert worden ist mittlerweile und dass man den auch sehr gerne in der politischen Debatte benutzt, um jemanden zu disqualifizieren, nämlich indem man ihn oder sie als ideologisch bezeichnet. Ja? Vom Begriffsstamm her ist es eigentlich unsinnig, aber es passiert leider so in politischen Debatten und deswegen müsste man natürlich eher offenlegen, mit welchen oder aus welchem theoretischen Background man argumentiert. Ja? Also jeder selbst, aber auch gleichzeitig vielleicht der politische Gegner, die politische Gegnerin. Chantal Mouffe hat dazu ja auch Vorschläge gemacht, sozusagen mit ihrem agonistischen Demokratiekonzept, sozusagen, das beinhaltet, dass man sozusagen Antagonismen, also soziale Widersprüche oder gegensätzliche Meinungen auch in der Gesellschaft nicht als Gegnerschaft quasi, die sich gegeneinander auslöschen wollen, quasi konzipiert, sondern sozusagen, dass man in ein agonistisches Verhältnis zu ihnen tritt. Das heißt, dass man sie akzeptiert, aber trotzdem über sie weiter streitet, um zu irgendwie einem Lösungsvorschlag zu kommen. Das Problem ist natürlich, dass wir nie so offen und frei deliberieren, wie Habermas sich das eigentlich ursprünglich vorgestellt hat, also in einer konsensualen Demokratie auch wie Österreich, sondern dass natürlich bestimmte Interessenspolitiken von bestimmten Akteurinnen oder Politikerinnen auch wesentlich mit vorangetrieben werden oder vertreten werden. Dafür stehen sie ja auch. Vielleicht wäre es sogar gut, manchmal auch, dass sich auch Politiker und Politikern klarer zu einer bestimmten Richtung bekennen, anstatt sozusagen zu meinen, ja, man muss jetzt dem Wählerwille entsprechen. Aber natürlich hieße das auch, dass sie schneller abgewählt werden könnten. Ja? Aber in dem Sinne finde ich diese Frage berechtigt, ob sozusagen das ideologisch sein ist, ob das nützlich ist oder nicht, aber im Grunde geht es darum, aufzuzeigen, welche Thinktanks haben denn einen ideologischen Background in dem Sinne, dass die Agenda Austria natürlich eher klarerweise eher eine neoliberale Agenda vertritt und die Arbeiterkammer österreichweit vielleicht eher eine umverteilungspolitische vertritt, ja, also eine gegensätzliche Richtung. Und in diesem Wettstreit befinden wir uns und dann ist natürlich immer die Frage, wie möchte man dann Mehrheiten akzeptieren der Wählerschaft? Wissen die Wählerinnen und Wähler darüber, welche Ideologien dort vertreten werden und was resultiert eigentlich aus ihnen? Also auch wenn man sich zum Beispiel die FPÖ anschaut, ist es ja keine wirkliche sozial orientierte Partei für den kleinen Mann, ganz im Gegenteil. Ja? Also die verfolgt eigentlich auch eine sehr stark neoliberale Agenda. Wir haben es ja auch erlebt in den letzten Jahren, auch mit den ganzen Privatisierungsprozessen, als sie in der Regierung selbst noch waren, Anfang der 2000er Jahre und jetzt mit der Hypo. Aber all das scheint nicht so klar hervorzutreten, weil sie es natürlich auch nicht so äußern. Vielleicht, wenn man ihr Parteiprogramm liest, dann nochmal detaillierter. Aber das ist ja auch genau die Frage, welche Wählerinnen und Wähler beschäftigen sich dann, und dann sind wir wieder bei der Frage der politischen Bildung, denn so dezidiert auch im Detail mit diesen Fragen. Stephanie, würdest du davon ausgehen oder wäre das das Ziel, dass man sich tatsächlich einigt? Oder geht es letztlich darum, das wäre so mein Verständnis von Mouffe, dass man letztlich die Konflikte belässt, also dass man nicht zu einer Einigung kommt. Ich meine, Carl Schmitt ist diesbezüglich noch viel radikaler und viel klarer, auf den sich Mouffe bezieht. Was wäre das Ziel? Geht es um Überzeugungsarbeit? Geht es um Deliberation letztlich? Oder gibt es ein anderes Verständnis, sozusagen das Politische zu verhandeln, das im Widerspruch verbleibt? Das ist für mich eine schwierige Frage, weil davon hängt auch ab, wie begreife ich politische Bildung. Ja? Aber ich glaube, es geht genau darum, was du gesagt hast, um diese Widersprüchlichkeiten erstmal überhaupt aufzuzeigen, ja, und diese verschiedenen Modelle, auch verschiedene wirtschaftspolitische Lösungsvorschläge, die es gibt, und eben das erstmal differenziert überhaupt darzustellen, dass diese Widersprüchlichkeiten auch vielleicht auch, wie diese Widersprüche politisch bearbeitet werden, überhaupt öffentlich werden und dass das zutage tritt. Und allein das ist ja schon ein komplexer Prozess. Und ich glaube, das müsste man dann an einem Beispiel vielleicht mal durchdiskutieren, wie das
wirklich real zu gestalten ist und wie man dann eben Menschen auch mehr in ihren Stadtteilen mit ihren persönlichen Belangen und Sorgen eigentlich einbinden könnte. Ich wollte sozusagen da noch dazu fügen, ich meine mit Ideologie, früher hat man es als Standpunktbezug in einer linken Wissenschaft oder Erwachsenenbildung bezeichnet. Das war was ganz was Wichtiges und ist nicht als Ideologie bezeichnet worden und es wäre sozusagen mehr oder weniger irgendwie verwerflich gewesen, die eigene Meinung als objektiv darzustellen. Ich darf jetzt tatsächlich, aber und ich wollte die anlaufende Diskussion jetzt einmal unterbrechen, auf die Möglichkeit, sich an Umfragen beteiligen, hinzuweisen. Und das haben wir sozusagen abgefragt, welche Faktoren als hinderlich für die Demokratie angesehen werden. Fehlende Methoden, Wettbewerbsorientierung statt Miteinander, auch schon im schulischen Bildungssystem. Wir werden mit Arbeit und Konsum beschäftigt gehalten. Ich weiß nicht, wann ich mich noch engagieren sollte. Also die Zeit, die fehlende Zeit, das fehlende Vertrauen, zu geringes Interesse, fehlendes Engagement, kein Bewusstsein für das Erfordernis politischer Bildung. Also ich glaube, das ist auch eine große Resignation aus meiner Perspektive oder von den Umfragen her, die ich kenne, dass man an dieser Form der Politik natürlich berechtigte Kritik hat, weil sie irgendwie nicht weiterbringt in einer gewissen Hinsicht, dass Menschen sich abgehangen fühlen. Aber man muss auch klar sagen, und das hat eine Kollegin neulich auch schon so formuliert, die Lisa Mittendrein von ATTAC, die ich hier kurz erwähnen möchte, nämlich die auch auf die EU-Politik hingewiesen hat und gesagt hat, naja, dieses Verzweifeln sozusagen an der Politik oder das Unbehagen an der vorherrschenden Politik ist natürlich auch ein Unbehagen mit 20 Jahre von neoliberaler Politik, die wir in Europa bisher erfahren haben, in manchen Ländern mehr als in anderen, in Österreich vielleicht noch abgefedeter als in Deutschland zum Beispiel, ich habe ja schon Hartz IV erwähnt, ja. Aber das ist natürlich auch eine große Unzufriedenheit und ich finde das in dem Kontext auch nochmal spannend. Es gab im Sommer ein Buch von Didier Eribon, das erschienen ist, nämlich zu der Frage, warum jetzt viele ehemalige Kommunisten in Frankreich, also kommunistische, die früher die Kommunistische Partei oder auch die Sozialdemokratie in Frankreich gewählt haben, warum die heutzutage den Front National wählen, ja. Und dass es eigentlich gar nicht so eine klare Positionierung zur linken Position gab, ja, oder zur Klassenfrage, aber dass natürlich diese Menschen auch abgehangen worden sind in 20 Jahren neoliberaler Politik auch, mehr noch natürlich in England zum Beispiel und dass die dann eher zu einfachen Lösungen vielleicht tendieren, das hat man in England ja auch gesehen mit dem Brexit, viele Leute haben einfach Angst vor der Zukunft und sagen dann, wir wollen uns lieber abschotten, ja, wir möchten nicht diese vielen Flüchtlinge, diese vielen Ausländerinnen und so weiter in unserem Land haben, aber dass die eigentlich gar nicht das Problem sind, sondern vielleicht eben die wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben und diese Form von Politik, die in den letzten 20 Jahren betrieben worden ist, das kommt dann gar nicht mehr zur Sprache. Also ich glaube, wir haben da wirklich eine komplexe Problemlage, die eben auch nicht einfache Antworten zulässt, ja. Frage, was bedeutet es heute, solidarisch zu sein? Was kann Solidarität mit Flüchtlingen heute bedeuten? Und wo passiert es? Wo mache ich das? Ja, und inwiefern ist es eine Sache für die Bildungsinstitutionen? Dann habe ich sozusagen einen etwas weiteren Politikbegriff oder weiteres Politikfeld. Und ich müsste dann fragen, wie organisiere ich mich das? Und dann wäre die Frage sozusagen der Institutionen. Ja, die halte ich sozusagen, ist ja in Österreich eine uralte Geschichte. Ich glaube, Chap ist der bekannteste Repräsentant sozusagen einer für mich nicht ganz glückseligen sozusagen Institutionalisierung einer parlamentarischen Opposition, ja, oder außerparlamentarischer Bewegung. Also das wäre sozusagen meine Überlegung, inwiefern man den Begriff des Politischen auf politische Praxen konzentriert, die nicht immer schon dazu führen müssen, bestimmte politische Institutionen zu verändern. Genau, ich würde daran anschließen, Edgar, was du da gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass man das nicht nur den Politikbegriff nicht nur institutionell fasst, sondern eben vor allen Dingen diese vielen Möglichkeiten, die eben Menschen ganz real in ihrer Nachbarschaft haben, politisch sich zu engagieren, sei es, dass sie in ihrem Stadtteil irgendeine Initiative ergreifen, sei es, dass sie ein Wohnprojekt erstmal haben, ja, was sich für sozial gerechtere Mieten auch einsetzt haben, ja, wo sie Menschen auch aufnehmen können, die bedürftig sind, wenn sie das möchten, ja. Also das ist ja alles auch Politik, also von daher bin ich stark dafür auch zu sagen, ja, genau, diese außerparlamentarische Praxis ist ganz, ganz wichtig, weil das wäre auch mein Politikbegriff, ja, dass Politik eben nicht nur Institutionen umfasst im engeren Sinne, sondern natürlich auch mein eigenes Engagement, soweit ich das habe,
meine eigene Äußerung oder meine eigenen Möglichkeiten, überhaupt politisch zu partizipieren und dass eben dieser Politikbegriff nicht so eng gefasst wird, wie er traditionell verstanden wird eigentlich. Und ergänzen würde ich, und wir haben ja vorher schon gesprochen, sozusagen über die politische Erfahrung mit Judith Butler, ich würde einfach ergänzen, gewissermaßen, das muss sich in der konkreten Praxis realisieren. Ja, und das gilt für mich für den Bildungsbegriff. Also ich würde weggehen von einem Bildungsbegriff, der im Grunde immer noch irgendwie auf einen Neuhumanismus sich bezieht, sondern zu sagen, was ist Bildung? Bildung heißt, Erfahrungen zu machen, die mich verändern. Und natürlich sind Erfahrungen, die mich verändern, sind immer letztlich politische Erfahrungen im weitesten Sinn. Und zwar in dem Sinn, wie Stefanie das jetzt gerade erzählt hat, mit Stadtteilarbeit und all diesen Geschichten. Und insofern scheint mir das Feld der Erwachsenenbildung dann, was man vielleicht heute immer noch unter allgemeiner Erwachsenenbildung sieht, sehr schnell gewissermaßen ein wichtiges politisches Feld zu sein. Ich wundere mich manchmal, warum man so diese alten Fragen nicht mehr stellt, so, die man früher auch in der Pädagogik gestellt hat, wie will ich überhaupt leben? Ja? Diese Frage scheint völlig obsolet zu sein und wenn man diese Umfragen ja ansieht, und wir wissen an der Uni alle, wie das funktioniert. Ja, die Uni wäre eigentlich ein offenes, freies Feld, ja, die durch viele Reglemente, beispielsweise durch restriktive Zeitordnungen, durch Publikationszwänge und so weiter, zu einem völlig gewissermaßen regulierten Feld macht, das man politisch letztlich tötet, ja, weil es einfach zu gefährlich ist. Es könnte ein offener politischer Raum sein. Das ist aber viel zu gefährlich aus meiner Sicht und deswegen gibt es eine Regulierungswut, die läuft nicht immer über Personen, obwohl es von Personen dann gewissermaßen angetrieben wird. Die läuft beispielsweise über die ganze Reportpflicht, ja, diese ständige Berichterstattung, dieses ständige sich ausweisen, dieses ständige Veröffentlichen, das dazu führt, dass man im Grunde hinter etwas herläuft. Und das Interessante an der Uni zum Beispiel, und das gilt, glaube ich, für die gesamte Bildungsarbeit, sie hat ja kein Ende. Und weil sie kein Ende hat, ist sie immer unbefriedigend, ja, und man treibt sich selber ohne Ende an. Und ich finde, das ist sehr unbefriedigend und führt dazu, dass man ganz fundamentale Fragen, nämlich will ich überhaupt so leben, ja, und kann ich diese Uni nicht eigentlich ganz anders für mich gestalten, nicht gestellt werden. Und es gibt zwar nicht mehr viele an der Uni, die das wirklich gewissermaßen frei gestalten können, aber es ist umso trauriger zu sehen, dass die wenigen Leute, die das könnten, und die auch die Möglichkeit hätten, im kleinen Bereich das anders zu organisieren und die selbst sozusagen sehr kritische Theorien machen, in der Praxis völlig versagen, ja, andere Lebensverhältnisse zu realisieren. Ich möchte nur, um nicht missverstanden zu werden, das ist kein Plädoyer gegen Theoriearbeit, im Gegenteil. Ja. Es wäre der Versuch gewissermaßen, diese Theoriearbeit anders zu organisieren, sie anders einzubetten und sie mit politischen Fragen viel unmittelbarer zu verknüpfen. Ja, es sollte also nicht so rüberkommen, dass wir gewissermaßen jetzt eine bestimmte Praxis irgendwo sozusagen soll jetzt eine Theorie ersetzen. Ja? Also es gehört anders zusammengedacht. Eine Frage der räumlichen Anordnung, wenn es sozusagen in einer Universität außer den Hörsälen gar keine Sitzplätze oder keine Miteinanderzonen gibt, dann wird dieses Miteinander sozusagen im Wesentlichen rein von der architektonischen Perspektive immer weiter eingeschränkt. Oder wenn die Studienpläne so dicht sind, dass die Studierenden gar keine Zeit haben, sozusagen dazwischen was anderes tun. Ähnlich ist es in der Erwachsenenbildung. Vielleicht ein ganz kurzer Vorschlag. Ja. Ich komme aus einem Seminar und wir haben Franz Fanon gelesen und Aimé Césaire, also ganz etwas anderes, Kolonialpolitik. Und was mich dort fasziniert hat, angesichts sozusagen dieses ewigen Frustes, ja, dass die Kolonialherren, wenn ich es rauskriege, gewissermaßen völlig taub sind. Ja. Fanon und Césaire sagen, lass die Feinde links liegen, ja, bilde Allianzen mit deinen Freunden, versuch das zu stärken und mach etwas anderes. Natürlich kann man von Politikern was einfordern, würde ich sagen. Ja. Aber im Grunde würde ich die Aufmerksamkeit auch auf etwas anderes richten und ich würde mich dabei weniger vielleicht auf die Überzeugung von Andersdenkenden konzentrieren, das ist für mich so eine Form der Pädagogisierung, sondern ich würde sagen, ja, vertraue auf deine eigenen Allianzen, vertraue auf die Freundschaften, baue die aus und mach etwas anderes. Ja.
Und damit beginne ich eine Veränderung und die wird gewissermaßen dann nachhaltig sein. Das ist meine Hoffnung jedenfalls. Genau, bevor Sie sich verabschieden, haben wir nämlich noch eine Bitte an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben einen Feedbackbogen vorbereitet und wir würden uns über Ihre Rückmeldungen dazu freuen. Ich poste den Link jetzt gerade in den Chat. Wir möchten auch 2017 wieder ein paar Webtalks durchführen zu verschiedenen Themen aus der Erwachsenenbildung und wir bitten Sie, uns mitzuteilen, worüber Sie gern diskutieren möchten. Ich bedanke mich jetzt bei unseren Podiumsgästen Stefanie Wöhl, Edgar Forster und beim Moderator Stefan Vater für diese äußerst interessante Diskussion. Es waren wirklich spannende neue Dinge dabei. Und vielen Dank auch an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer fürs Dabeisein und fürs Mitdiskutieren in Umfragen und im Chat. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.